Hallo, ich bin die Jen. Willkommen bei The Nosy Rosie. Heute mit ein paar knackigen, kurzen News aus Deutschland, Köln, Berlin und meinem Wohnzimmer. Deutschland. Laut einer repräsentativen Umfrage mit 1000 Teilnehmern sind 61% der Deutschen für ein Adoptionsrecht von Schwulen und Lesben. 28% stimmen dagegen und 11% enthalten sich einfach. Köln. Vom 31. Juli bis 7. August finden in Köln die Gay Games statt. Hierfür brauchen die Veranstalter ungefähr 3000 freiwillige helfende Hände. Nein, 3000 Helfer. Das sind dann 6000 Hände. Vielleicht habt ihr Lust und meldet euch einfach. Also denkt einfach an die knackigen Fußballerinnen oder Basketballerinnen etc. und meldet euch. Berlin. Aufgrund der zunehmenden Gewalt gegen Schwule und Lesben, vor allem in letzter Zeit in Berlin, rufen der LSVD und das Schwule Anti-Gewalt-Projekt zu einer Mahnwache gegen Homophobie auf. Das Ganze findet statt am 2. Juli um 19 Uhr am Spaniendenkmal in Berlin. Ich werde leider nicht da sein können. Aber falls jemand von euch hingeht, wer Lust hat, kann ja Fotos dort machen oder kleine Videos drehen und sie mir einfach zumailen. Und wenn ich da ein bisschen was zusammenbekomme, werde ich ein kleines Video davon machen, damit diese Mahnwache und diese Aktion gegen Homophobie einfach noch länger besteht und einfach noch im Internet zu finden ist. Und damit das nicht so schnell wieder aus unseren Köpfen verschwindet. Hamburg. In meinem Wohnzimmer gibt es immer noch alles her. Das Architekturmodell ist fast zu Ende gebaut. Die Zeichenarbeiten gehen leider nur schleppend voran. Nur noch eine Woche ist über. Ich habe noch viel zu tun. Werde jetzt ganz schnell dieses Video zusammenschnippeln und verabschiede mich bis hoffentlich nächste Woche. Bis denn, die Jen.